Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Schauen wir uns nun die nächste Aufgabe an, die wir mit Hilfe der vollständigen Induktion bezüglich der Fibonacci-Folge lösen können. Nämlich, das wäre gerade, dass wir das erste Folgenglied ins Quadrat plus das zweite Folgenglied ins Quadrat und so weiter plus das n-te Folgenglied ins Quadrat soll gerade durch fn mal fn plus 1 dargestellt werden können. Beginnen wir den Induktionsanfang, wie immer, n gleich 1. Nun hier, bei n gleich 1 haben wir nur f1 ins Quadrat. Nun das erste Folgenglied, ich habe es hier oben nochmal markiert, ist gerade 1, also 1 ins Quadrat ergibt 1. Was steht auf der rechten Seite? Fn, also f1 mal fn plus 1 ist f2. f1 mal f2, das erste Folgenglied ist eine 1, das zweite Folgenglied ist auch eine 1. Das heißt, hier steht auch 1 mal 1, also 1 stimmt der Induktionsanfang. Nächster Schritt, der Induktionsschritt. Nämlich, wir müssen jetzt erstmal annehmen, dass wir für ein beliebiges, aber festes n die Behauptung schon haben. Das heißt, dass wir schon haben f1 ins Quadrat plus und so weiter bis fn ins Quadrat gerade gleich fn mal fn plus 1. So, dann müssen wir zeigen auf dieser Grundlage, dass für n plus 1, also der nächste Schritt, auch gilt. Das nächste Domino oder das nächste Video auch umfällt. Das wird dann gerade f1 ins Quadrat plus fn ins Quadrat plus fn plus 1 ins Quadrat ist gerade, hier müssen wir auch um 1 erweitern, das heißt wir haben hier fn plus 1 mal fn plus 2. Ja, n plus 1 plus 1, n plus 2. So, wie können wir das zeigen? Brauchen wir natürlich wie immer die Induktionsannahme, das heißt, ich schreibe erstmal hin f1 ins Quadrat plus und so weiter. Also die linke Seite hier. Und dann sehen wir schon, das hier kann man ersetzen. Ja, hier oben f1 ins Quadrat bis fn ins Quadrat kann man ersetzen durch fn mal fn plus 1. Das hinten bleibt natürlich stehen, fn plus 1 ins Quadrat. Nun hier, das lässt sich etwas vereinfachen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel fn plus 1 ausklammern. Was bleibt hier übrig? Nämlich nur noch fn. Was bleibt hier übrig? Ja, fn plus 1 ins Quadrat ist gerade fn plus 1 mal fn plus 1. Also bleibt gerade fn plus 1 übrig. Nun, das soll ja gerade am Ende rauskommen. Fn plus 1 mal fn plus 2. Schauen wir, ob das stimmt. Wir können gerade fn plus 1 rauskürzen hier. Das steht dann da. Fn plus 1 gleich fn plus 2. Nun, das ist gerade die Regel der Fibonacci-Folge, dass man gerade die letzten vorherigen beiden Folgenglieder nehmen muss, addieren muss und dann zum nächsten Folgenglied kommt, nämlich zu fn plus 2. Damit ist diese Induktion bewiesen.